Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, liebe Leute. Wir befinden uns in der Küche mit der Bianca. Ja. Und Leute, heute kommt ein echt geiles Video. Darum würde ich sagen, stoßen wir doch Bianca beide mal auf dem Eistee an. Sehr gerne. Ich reiche dir einfach mal ein Glas. Bitteschön. Oh, das war wirklich ein... So, schenke ich uns beiden doch einfach mal ein Schlückchen. Ja. Lassen wir uns es schmecken, liebe Freundin. Boah, schau vor, die werden jetzt beide zerquetscht. Dann wäre mein Video am Arsch. Es ist krass, wenn der ganze Kopf im Getränk in dem Glas festhängt. Leicht strange, diese Situation. Stellen wir ein Glas mal beiseite. Ja. Oh, ich habe bestimmt das Glas gemacht. Ich habe so ein richtig geiles Video aus Amerika gesehen. Da haben Kinder und Jugendliche den krassesten Milchshake der Welt hergestellt. Ich dachte mir erst so, yo, lass das mal so eine Art wie die Smoothie-Challenge machen, so voll auf eklig. Aber dann dachte ich mir, wie geil wäre es, wenn wir einfach diese absolute Riesen-Kalorienbombe jetzt erstellen. Boah, und das nachher so geil und lecker und ist. Und nachher wird Schnick, Schnack, Schnuck oder wir ziehen Namen und einer muss, natürlich darf auch, weil es so geil ist, aber muss den kompletten Inhalt trinken bzw. essen. Das ob wir das so schaffen, weiß ich nicht. Steht da drauf, wie viel Liter da reinpasst. In diese Flasche passen 1,25 Liter. Okay, ich schätze es, dass es hier wird ja hier immer breiter. 1,75, 1,8 passen bestimmt. Ja. Wir haben auf jeden Fall eben die geilsten Süßigkeiten eingekauft. In der Gefriertruhe haben wir Erdbeereis und Schokoeis. Ich habe das jetzt noch da drin gelassen, damit das nicht komplett wegschmilzt. Das kommt natürlich nach und nach auch wieder rein. Okay, würde ich sagen, beginnen wir einfach mal direkt. Jetzt, wenn ihr euch fragt, wo ist denn jetzt der Sinn? Der Sinn ist, dass ich richtig Bock habe, diesen Shake zu trinken. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Ich werde mir echt Mühe geben, ich verspreche es nicht. Wer ist das? Wer ist dieses Arsch? Sag ich nicht, wer es war. Schnick, Schnack, Schnuck. Yeah. Ich darf anfangen. Ich nehme die Schokosoße. Mega geil, gibt es eigentlich nur in Amerika. Das ist die geilste Schokosoße auf der Welt. Oh. Geil. Wisst ihr, was ich damit jetzt mache? Das Glas so verzieren. Oh nein, nicht draußen auch. Boah, sieht das geil aus. Oh, ich wollte noch Streusel. Bunte Streusel muss ich noch von oben holen. Ja, ich weiß. Ich bin klein und ich muss mir halt anders helfen. Boah, wenn das nicht Foodporn 3000 ist, dann okay. Weiß ich auch nicht weiter. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hab gewonnen. Geil, ich will diese bunten Streusel da drauf machen. Mach das doch so, dass nicht alles daneben fällt. Bianca. Du bist ein richtiges Arschloch, weißt du das? Alles ist voll. Gerade mit dir gleich saut. Das bist du. Aber es sieht so cool aus. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe schon wieder gewonnen. Niemals hätte ich jetzt Schokocookies da reingepackt. Ja, was denn sonst, hä? Mach aber nicht zu viel. Es muss einer gleich noch alles wegbouncen, ne? Boah, geil. Unten sind Schokocookies. Die werden dann so weich und dann... Ah, ich mach zwei rein. Bianca, wie soll das denn alles... Schnick, Schnack, Schnuck. Mann, ich will auch. Vielleicht so ein bisschen Marshmallow-Creme. Das wäre doch geil, um die Cookies so ein bisschen zu ver... Wolltest du die Marshmallow-Creme? Ja, ich hätte auch Marshmallow-Creme genommen. Wie eine Wolke. Ich will die Wolke essen. Na warte, stopp, jetzt fällt die doch gerade. Geil. Mm. Oh. Sieht aus wie eine Erdbeerkugel, Eiskugel. Ja, okay. Richtig lecker, okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Yeah! Wenn ich mir das hier nehme. Oh, das ist so schön. Hättest du das sogar so noch zur... Nein, das habe ich gemacht! Das ist wieder typisch Bianca. Nee, wir machen TikTok, aber am Ende mache ich. Schnick, Schnack, Schnuck. Tja, schade aber auch. So, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr jetzt gerne auch das Ding gleich essen würdet. Ist halt eh nicht. Oh, ist halt nicht. Du kannst es nicht einfach essen. Also noch habe ich richtig Bock, dass ich jetzt der Gewinner bin. Findest du, das sieht schön aus? Geht. Wie geht? Ah doch, ist geil. Ja, aber treib direkt. Schnick, Schnack, Schnuck. Du machst aber auch immer das Gleiche. Ja und? Ist halt meine Taktik. Jetzt nehme ich Donuts. Ein bisschen höher. Schnick, Schnack, Schnuck. Jetzt hast du gewonnen. Ich werde die Schokobons nehmen. Es gab es noch nie, dass in einem Video alles lecker war. Nee. Immer war dann irgendwann so eine Gurke oder ein Heringsfilet, was dann damit reinkam. Blopp, 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 blopp. Schnick, Schnack, Schnuck. Du hast Schokolade am Zahn. Da vielleicht immer dasselbe mache, bist du aber Haussuch und verlieren, liebe Bianca. Boah, ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig geile Idee. Hä, ich dachte, man darf alles nur einmal benutzen. Was machst du da? Oh. Okay. Hier seht ihr es, absolute Geilheit. Schnick, Schnack, Schnuck. Jetzt habe ich dich. Jetzt hast du dich. Ich will das. Kennst du das? Da sind so harte, bunte Bonbons da drin ist Brause. So. Schnick, Schnack, Schnuck. Du kannst doch nicht immer das gleiche machen. Ja, das über, glaub mir, so gewinne ich immer nicht. Oh, die haben wir ja auch noch, die Marshmallows. Oh, geil, die schöne Idee.
Schnick, schnack, schnuck. Du Ameisenbär. Okay. Erdbeeren! Machst du die da oben dran? Nee, ich wollte die mir jetzt in den Po stecken. Definitiv der schönste Shake aller Zeiten. Stellt euch mal vor, ihr geht irgendwo in einen Café und kriegt einfach diesen Shake. Wer würde da nicht ausrasten? Schnick, schnack, schnuck. Scheibenwischer. Boah, nehme ich mir einen Handmischer. Warum schneidest du das jetzt? Ach, Jule, du kannst nicht einfach das, was du auswählst, immer essen. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Was nehmen wir denn als nächstes? Nehmen wir Jogurette. Steckst du da eine Jogurette rein? Oh, kennt doch eh nicht. Tatsächlich? Nein. Doch. Na, jetzt sieht's nicht mehr schön aus. Klar sieht's jetzt noch schöner. Das sieht's auch mit der Becher und Mittelfinger zeigen. Eins. Wieso machst du die nicht klein? Kann ich jetzt vielleicht auch nochmal mitspielen? Schnick, schnack, schnuck! Gewonnen. So, Schokoeis. Gib mal den pinken Löffel, den großen. Irgendwo ist die Schokolade hingeflitscht. Nö, da ist nichts. Am meisten freue ich mich auf die Sahne obendrauf. Schnick, schnack, schnuck! Scheiße! Yeah! Jetzt ein bisschen Zwischensahne. Okay, mach ein bisschen Zwischensahne. Oh mein Gott! Schnick, schnack, schnack! Ich hab gewonnen. Puh. So, dann nehmen wir doch mal hier diese Spieße. Bruh. Okay, Bibi, füll es mit Sahne. Ja! Oh mein Gott. Schokosahne muss noch drauf. Die kommen nach ganz oben als Ü-Tüpfelchen, oder? So. Aha. Darauf müssen jetzt noch Smarties, Leute. So, guck mal hier, ich dachte, so eins vielleicht auch oben drauf. Und hier, wo sind die? Oh mein Gott, das ist so schön. Oh mein Gott! Das schmeckt aber lecker. Wir hatten eigentlich jetzt schon ausgelost und Bianca hat eigentlich verloren. Aber dann ist die Kamera abgestürzt, die Datei ist nicht gespeichert. Sie hat zum Glück noch nicht angefangen zu essen. Das Einzige, was passiert ist, die Sahne ist ein bisschen eingesackt. Darum sage ich, gebe ich dir eine neue Chance. Wir machen es jetzt nochmal, okay? Okay. Drei Anläufe haben wir jetzt. Drei Runden, Schnick, Schnack, Schnuck. Dreimal und davon haben wir einen Gewinner und der muss das aufessen, okay? Schnick, Schnack, Schnuck! 1-0. Schnick, Schnack, Schnuck! Schnick, Schnack, Schnuck! 2-0, das verloren. Bruh. Genau wie eben. Eben war es auch 2-0. Ich hab Mann, das war meine zweite Chance! Ich probiere gerne gleich noch ein bisschen mit, aber das sind mir jetzt komplett geben. Das ist, naja, es ist ungefähr halb voll. Also da wird schon ein guter Liter Eis. Schmeckt's denn? Darf ich probieren? Nein. Echt nicht? Das schaffst du eh nicht alleine, Bibi. Ich biete dir jetzt noch meine Hilfe an. Ja, probier. Boah, Marshmallows da drin schmecken ja mega geil. Ich hab da sofort ein Stück Erdbeere erwischt. Was glaubst du, wie lange wir jetzt noch essen? Eine Stunde. Aber ohne Witz, kannst du dich noch daran erinnern, als wir einmal in der Eisdiele saßen und hat sich auch ein Pärchen so ein XXL-Pärchen-Eis-Becher geholt. Der war natürlich nicht so groß, aber der war auch so, ja super, Julian, das war die Erdbeere. Die Schoko-Erdbeere ist auf meine Hose gefallen. Ich gönn mir das Smarty-Ding. Ich wollte auch abbeißen. Okay. Können wir mal ausrechnen, wie viele Kalorien das sind? Wir haben das Ding schon halb aufgegessen, das ist schlimm. Geil, was ist das denn? Oh, ich habe irgendwas Hartes gestoßen. Du Behauptungseis! Warte, das ist für mich! Ich will die Erdbeere. Ich kann nicht mehr. Zwischendurch was Gesundes. Da ist Sahne drin und Schokosoße drauf. Mm-mm. Wieso esse ich das alles? Oh. Was ist das? Geil. Eine andere Bildung. Was ist das? Gönn dir. Wow. Hier ist ein Stück Schokoei, wenn du willst. Ü-Ei. Nehme ich. Oh, Julian, du übertreibst. Ja. Schale. Jetzt gebt euch mal, was hier nur noch drin ist. Ja, okay, das ist eine ganze Menge, aber... Ich schätze, wir haben doppelt so viel schon gegessen, ne? Das ist alles, was übrig ist. Wir haben gerade... Ja, komm, wir haben jetzt zusammen einen Liter Eis gegessen. Wollen wir uns mal nicht so anstrengen. Hallo? Und die ganzen Sachen, die da drin waren? Oh, also wiederholen wir die jetzt nicht. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr jetzt gerne mal probieren würdet. Ist auf jeden Fall bombastisch geil. Leute, gebt jetzt einen Daumen nach oben. Schaltet jetzt ein Bibis-Video vorbei. Im Bibis-Video haben wir uns große Gymnastikbälle. Habe ich der Bibi mit Klebeband um den Bauch gebunden.
Und dann haben wir euch mal gezeigt, was man damit nicht machen sollte. Ja? Bis später. Man sieht sich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.